Bei mir der Mann des Tages, Issi Sander, an seinem Geburtstag. Alles Gute, alles Gute. 5 Treffer allein am heutigen Endrundentag. Ja. 9 insgesamt. Wie fühlt sich das an, vor so einer Kulisse zu spielen und dann noch so aufzutreten? Ich liebe es, allgemein stattig zu spielen. Ich bin mit Sorana, das hier ist für uns alle Budenzauber jedes Jahr. Ne, was Besseres gibt es kaum dann im Winter. Dass ich heute natürlich nochmal wirklich so treffe, war, hatte ich selbst nicht erwartet. Aber ja, jetzt, wo es dann noch ankam, wollten wir wirklich ins Finale. Hiltrup macht es dann halt ein bisschen intelligenter, aber ich glaube, wir haben ganz Publikum auf unserer Seite gehabt, die Halle war da, wir haben nur mal alles reingehängt. Das ist schon eher so, aber wir waren nah dran und ich glaube, so war das ganze Turnier. Was ich ausmache, dass ihr auf jeden Fall nicht aufgegeben habt, Hiltrup lag ja zwischendurch mit 4-0 in Front. Das war. Da kamst du nochmal zurück, hast deine Mannschaft ins Spiel gebracht, hat es am Ende leider nicht ganz gereicht. Wer ist jetzt der heiße Favorit auf den Titel, was ist dein Tipp? Ich glaube, die Preußen sind schon relativ souverän, so wie sie das momentan machen. Aber wie man sieht, die Hiltrupper haben einfach auch ein paar Halbkicker. Deswegen, da bin ich ein bisschen unschuldig. Ich würde ein bisschen auf Preußen tippen, aber nicht aus Sympathie, sondern mehr aus dem, was ich bisher gesehen habe von denen. Feierst du gleich bei der Heimspielparty deinen Geburtstag oder wo geht's noch hin? Wir gucken mal, ich muss ja noch ein bisschen was nachholen, also wird das wahrscheinlich der erste Anlaufpunkt sein. Dann wünsche ich mal viel Spaß dabei.